Ja, Nikolai, kein gelungener Einstand bei den Herren, aber es war ja auch nur eine Aushilfe. Was ist anders gegenüber einem Damenspiel oder einem Coaching bei Damen? Also ich finde, so große Unterschiede gibt es nicht. Es ist ein Hockeyspiel, das wir jetzt leider bei meiner einmaligen Vertretung hier so deutlich verloren haben. Finde ich sehr schade, tut mir leid für die Jungs. Ich hoffe, ich hatte gehofft, ich könnte ihnen noch ein bisschen weiterhelfen. Ich glaube, man muss aber auch einfach anerkennen, dass Berlin die etwas erwachsene Spielweise hat. So, und ansonsten, finde ich, gibt es keine Riesenunterschiede zwischen Damen und Herren. Es bleibt ja ein Hockeyspiel, Taktiken sind ähnlich, vielleicht gibt es da kleine Unterschiede. Aber ja, das Ergebnis, es bleibt halt ein Ergebnissport und das konnten wir leider heute nicht liefern. Ja, deine Stimme hat man jedenfalls schön lautstark auch gehört, aber es hat irgendwie nicht gefunkt bei den Jungs, deine Anweisungen, oder woran lag es denn? Bei unseren waren die zu schwach, wirklich alle zu schwach, oder was war los? Also ich glaube schon, dass meine Anweisungen bzw. das, was wir uns auch taktisch vorgenommen haben, sogar sehr gut umgesetzt worden sind. Dass Berlin jetzt da nicht zu Unrecht auch relativ weit oben in der Tabelle steht, hat man heute gesehen, die sehr kompakt um den eigenen Kreis rumspielen, gute Konter gesetzt haben, die wir wiederum schlecht verteidigt haben. Ansonsten, finde ich, kann man den Jungs jetzt keinen Riesenvorwurf machen, dass sie irgendwas falsch gemacht hätten. Es war eine Top-Einstellung, ein sehr gutes Teamspiel, und dass es leider dann jetzt mit einem 0-6 ausgeht, ja, ist glaube ich, nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend und auch einfach für uns sehr schade. Da hast du recht, denn in der ersten Spielhälfte waren doch zwei oder drei relativ gute Chancen. Und die Berliner haben gezeigt, dass sie aus solchen Chancen Tore machen. Das haben unsere nicht geschafft. Siehst du denn für die Jungs noch eine Chance, den Klassenerhalt zu schaffen in den letzten zwei Spielen am kommenden Wochenende? Also jetzt mit Rot-Weiß wird der Gegner ja nicht unbedingt einfacher, und dann noch ein Auswärtsspiel bei Mannheim. Ich finde einfach insgesamt sehr wichtig für die Entwicklung der Mannschaft, jetzt mal unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, wenn man Jobs so wie heute und vielleicht auch sonst wie im Training auch irgendwie immer weiter erledigt, wird man als Mannschaft besser. Und dann muss man vielleicht auch ab und zu mal so eine herbe Niederlage mitnehmen und dem Gegner anerkennen, sagen, dass er heute einfach besser war und vor allen Dingen einfach auch erwachsener und abgeklärter gespielt hat. Und aber ich traue den Jungs jetzt trotzdem auch noch zu, mit Rot-Weiß und Mannheim, je nachdem, wie die Ergebnisse heute waren. Vielleicht ist jetzt Rot-Weiß schon qualifiziert, da gibt es vielleicht Möglichkeiten. Mannheim hat sich bis jetzt auch noch nicht mit Ruhm bekleckert in der Saison. Und ich glaube, es liegt halt an der Mannschaft selbst, was die einfach raushauen können. Und ich finde, die haben heute in vielen, zumindest in Ansätzen, viel gezeigt, was sie können. Ja, vielen Dank, Nico. Und dann hoffen wir, dass die Herren im nächsten Jahr, genau wie die Damen, erste Bundesliga sind. Vielen Dank. Hier den Trainer des BHC, einen Engländer, Matthew Hetherington. Und ein Mann, der wunderbar Deutsch spricht. Deshalb können wir das Interview auf Deutsch machen. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hat sie den klaren Sieg eingeplant? Nein, ganz ehrlich nicht. Nein, wir haben eine lange Pause mit der World League. Und ja, da macht es immer ein bisschen nervös, wie läuft es. Ja, Training ist eins, aber Spiel ist ein anderes Ding. Und so, ja, wir hatten gehofft, dass wir können stark beginnen. Und wir wissen, dass wenn das Spiel läuft, haben wir die Qualität in der Mannschaft, um hier zu gewinnen. Um aus Düsseldorfer Sicht das zu besprechen, welche Fehler haben denn die Düsseldorfer gemacht, dass die also dann doch noch so hoch verloren haben? Er hatte ein paar Chancen in der ersten Halbzeit, und 2-2 war möglich. So, nicht so, dass ja, direkt Fehler gemacht. Ich denke, wir hatten unsere Chancen gut aufgemacht. Und es ist ganz wichtig, wenn du kannst zwei Tore schnell, dann hast du ein bisschen mehr Vertrauen. Und dann natürlich ist das Spiel einfacher für uns. Aber ich fand, ja, der DHC hat vielleicht genug Chancen, um ein bisschen eng zu werden. Ja, zumindest in den ersten 35 Minuten hatte der DHC zwei oder drei relativ gute Chancen, aber er war nicht in der Lage, die zu verwerten. Das haben dann die Jungs entschieden besser gemacht. Wenn die Chancen hatten aus ihren Kontern heraus, besonders in der zweiten Hälfte, dann haben sie eiskalt zugeschlagen. Übt man sowas? Ja, natürlich. Wir haben Qualität im Spiel, und Spieler so Zwicker und Gommel, die brauchen ja nicht eine Hauptchance, aber weniger. Und ja, bei Training ist es, wir probieren mit hoher Intensität zu trainieren, und ja, Torschuss macht Spaß, aber wir machen viel von, und ja, heute hat es geklappt. Und ihr hattet euren
Torjäger gar nicht dabei, der Swiatek war gar nicht dabei und trotzdem habt ihr so viele Tore geschossen. Ja, leider, Benne arbeitet in einem Hotel und manchmal muss er arbeiten auf Samstag. Morgen spielt und ja, muss sehen, vielleicht können wir noch mehr Tore gegen HTC machen. Aber nein, mit Benne ist Waffen mit die Ecke in seinem Passing und natürlich haben wir ihn heute gemisst. Aber da gibt es Chancen an junge Spieler, Tim Struven, Innenverteidiger Spieler. Und das ist wichtig für seine Entwicklung und auch für deutsche Hockey in der Zukunft. Ich glaube, die Endrunde dürfte, das Halbfinale dürfte jetzt für euch ziemlich gesichert sein. Es kommt darauf an, wie natürlich Mülheim und Krefeld gespielt hat. Aber so was ihr heute geleistet habt, gönne ich es und wünsche ich es euch. Und ich hoffe nur eins, dass wir vielleicht im nächsten Jahr doch noch gegeneinander spielen, was allerdings relativ unwahrscheinlich ist. Ja, wir haben den vierten Platz. Ist uns zu verlieren, leider. Heute mit der 6 Tour, das war ganz wichtig. Die Differenz ist now, viel besser. Wir sind gleich, glaube ich, 13 und 15. Und bei DHC gibt es mehr als ein paar Spiele, das sind top Bundesliga-Qualität. Und es wurde ein bisschen eng unter mit Blau-Weiß, DHC und MSC. MSC hat heute, glaube ich, gewonnen gegen Alster. Ja, das nicht so positiv. Aber jetzt ist es 13 Punkte, 12 und 11. Und mit noch 3 Spielen. Alles ist möglich, glaube ich. So, bis Ende, glaube ich, auch für Playoffs, müssen alle Teams bleiben kämpfen. So, wird spannend. Ja, vielen Dank, Messio, und gute Heimreise. Dankeschön. Danke.